Willkommen zu einer neuen Folge Cyberport Unboxing. Diesmal haben wir uns das Asus VivoBook S15 S530 geschnappt. Mal sehen, ob das Notebook im ersten Look and Feel überzeugen kann. Im Lieferumfang enthalten sind das VivoBook selbst, ein Netzkabel mit Netzteil und die üblichen Papierbeilagen. Das wohl auffälligste bei unserem Modell sind die knallroten Seiten des Gehäuses. Der Rest kommt in einem matten Silber daher, wobei die Rückseite des Displays aus gebürstetem Aluminium besteht. Optisch ist das Notebook damit ein echter Hingucker. Wie das Vorgängermodell wirkt auch unser Testgerät recht stabil. Das Gewicht von 1,8 Kilogramm ist für ein 15,6 Zoll Notebook voll in Ordnung. Damit ist es auch für den mobilen Einsatz gut zu gebrauchen. Klappen wir das Display auf, sehen wir einen 15,6 Zoll großen Bildschirm, der mit 1920x1080 Pixeln in Full HD auflöst. Die Kamera wurde oberhalb des Displays verbaut. Die Tastatur im Querzlayout kommt mit zusätzlichem Nummernblock daher. Im Touchpad darunter befindet sich oben rechts der Fingerabdruckscanner. Auf der rechten Seite der Basiseinheit finden wir den Stromanschluss, einen USB 3.0 Anschluss, einen HDMI-Port, einen USB Typ C Anschluss sowie eine Audiobuchse. Auf der gegenüberliegenden Seite haben wir zwei USB 2.0 Anschlüsse und einen MicroSD-Kartenleser. Die Lautsprecher wurden unten rechts und links verbaut. Das war's auch schon wieder mit dem Unboxing. Weitere Informationen über das Asus VivoBook S15 S530 erfahrt ihr wie immer in unserem Testbericht.